Nennen Sie einige Bestandteile der Hauptplatine. Nun, diese Bestandteile der Hauptplatine, auch Motherboard genannt, BIOS. BIOS ist verantwortlich für das Starten des Computers, der Prozessor, verantwortlich für die Geschwindigkeit, der Arbeitsspeicher, ja, hier werden die Vorgänge oder hier sind die Vorgänge, an denen man momentan arbeitet, im Arbeitsspeicher, das Bus- oder Bussystem, das dient der Datenübertragung innerhalb des Computers und auch nach außen, und diverse Schnittstellen, mit denen man Verbindung aufnehmen kann zu anderen Geräten. Das sind Hauptbestandteile der Hauptplatine. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.